Menschen, die sehr, sehr schwer krank sind, gehen dahin. Ja. Krebspatienten, Diabetes, Arthritis, Neurodermitis, Übergewicht und so weiter. Ne? Ja. Und dann bin ich dahin und es war die beste Zeit meines Lebens. Ja. Also das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Immer heißes Steak und Fleisch, du brauchst Protein und Eisen und so weiter. So, hi Leute. Ich habe heute den lieben Christian bei mir und wir wollten heute mal über das Thema Hippokrates Health Institute und die Ernährung sprechen. Super interessantes Thema, vielleicht kennt der eine oder andere Brian Clement von euch. Und für wen ihn noch nicht kennt, wollten wir erst am Anfang mal kurz vorstellen. Vielleicht, du bist ja mehr drin, Christian. Ja. Sag gerne mal am Anfang, welche Rolle spielst du da? Ja, ja. Was ist das für eine Ernährungsform? Was ist das für ein Gesundheitskonzept? Was passiert da? Was ist es eben überhaupt so ganz grundsätzlich, ne? Für jemanden, der noch gar nichts davon gehört hat? Ja. Ja, also jetzt mal herzlich willkommen. Schön, dass ich bei dir sein darf, lieber Tobias. Ich verfolge deine Videos seit Jahren und bin absolut begeistert, dass ich jetzt mal hier im schönen Randersacker sein darf. Ja, ja, und Hippokrates, die Ernährung nach Hippokrates ist natürlich schon eigentlich Jahrtausende alt. Und jetzt kam die durch die Dr. Anne Wigmore in den 50er, 60er Jahren neu auf, weil sie hat damals ihren Stufe 4 Darmkrebs mit quasi Weizengrassäften geheilt. Ah, also okay, grüne Säfte, sowas wie du hier vielleicht, das ist hier so mein Anbauset hier, das ist Weizengras. Und bevor ich genau danach da gleich komme, was das ist, sie hat auf jeden Fall ihre alten Vorfahren gefragt, also ihre Oma, die zu der Zeit noch am Leben war, gefragt, was habt ihr denn damals gemacht, wenn ihr schwer krank wurdet? Es gab ja keine Medizin, so im 18. Jahrhundert und so. Ja. Ne? Und dann haben die gesagt, wir haben gefastet, wir haben aber wir haben diese grünen Gräser gekaut und wir haben uns ausgeruht. Ja. Und dann hat quasi Dr. Anne Wigmore hat das quasi so nachgemacht und ist dann quasi dadurch, ich will es jetzt nicht sagen, geheilt worden, aber ihr ging es besser, sagen wir es mal. Ja. Ne? Und dann kamen ganz viele Nachbarn und so und haben gefragt, was hast du jetzt da gemacht? Wie geht es? Wir wollen das auch wissen. Und so ist quasi dieses Institut entstanden. Und heute, 45 Jahre später oder fast 60 Jahre später, ist es ein Institut in Florida, das Hippokrates-Institut. Bei 400.000 Menschen waren da schon, sehr berühmte Menschen unter anderem, also ich nenne mal zwei, drei Namen, Serena Williams, Steven Spielberg, also die kennt jeder. Ja, schon. Und ist quasi ein Rückzugsort für Menschen, die innerhalb von kürzester Zeit in ihre vollste Gesundheit kommen wollen wieder, nicht nur detoxen wollen, sondern eben körperlich, geistig und seelisch ein absolut neuer Mensch sein wollen und Menschen, die sehr, sehr schwer krank sind, gehen dahin. Ja. Krebspatienten, Diabetes, Arthritis, Neurodermitis, Übergewicht und so weiter. Ne? Und das hilft absolut. Und wie die Ernährung aussieht und über Brian Clement können wir gerne ein bisschen philosophieren. Genau, er hat es ja dann in Florida hauptsächlich aufgebaut. Ne? Genau, ursprünglich waren die in Boston und sie sind dann nach Florida gegangen, weil es dort natürlich auch von der Wetterlage her noch mal viel geiler ist. Ja. Und natürlich hilft die Sonne natürlich eben auch. Wir reduzieren gerne viel auf die Ernährung in unseren Köpfen. Ja? Die Ernährung muss alles richten. Aber wie du so schön sagst, Tobias, oder machst, ganzheitlich ist viel, viel wichtiger. Also das heißt, die Sonne, da kommt alles Leben her in Verbindung mit unserer Mutter Erde. Ne? Ja. Das Chlorophyll, was dann entsteht und vieles mehr. Dann natürlich ist natürlich auch die Luft ganz, ganz wichtig. Ne? Also generell viel draußen sein, viel in der Natur sein, sich viel bewegen. Das sind eben Dinge, die kannst du dann in Florida viel besser machen. Ne? Ja, schon. Ich weiß noch, wo ich nämlich das erste Mal drauf gestoßen bin auf Hippokrates Ernährung und Health Institute. Und damals bin ich eigentlich nur so gerade über grüne Rohkost da drauf gestoßen. Eben, können wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Genau, aber so dieses Konzept außenrum, das habe ich damals noch gar nicht so mitbekommen und mich noch damit noch gar nicht so viel befasst. Ja, genau. Deswegen ist auch ganz schön, du hast auch, können wir mal gerne zu kommen, du hast ja auch in Deutschland, ne? Spielst da eine große Rolle, machst da viel mit, ne? Ja. Und begleitest auch Leute. Was ist da jetzt in Deutschland? Und also wir machen eigentlich genau das Institut in Florida in Deutschland. Ja. Also das heißt, das hauptsächliche Programm geht 3 Wochen, das nennt sich Life Transformation Program.
Ich war also 2019 in Florida und habe dieses 3-Wochen-Programm gemacht und das hat wirklich mein Leben nochmal transformiert. Ja. Also ich war jetzt nicht übergewichtig, ich hatte keinen Diabetes, keinen Krebs und all diese Sachen nicht, aber ich habe mich trotzdem, das war wie so eine unsichtbare Anziehungskraft. Ja. Ich musste da unbedingt hin, um das kennenzulernen und war früher auch nicht groß irgendwie rohköstlich oder irgendwie, ich war vegan seit 5 Jahren, aber ich wusste, da geht noch viel mehr. Ja. Und dann bin ich dahin und es war die beste Zeit meines Lebens. Ach, cool. Und ich war so fit wie noch nie. Ja. Also mal als Beispiel, ich bin am letzten Tag, bin ich 2 Stunden Kraul und Delfin durchs Wasser geschwommen ohne Pause. Ja. In der Geschwindigkeit, die kann ich mir hier träumen. Ne? Ja. Und das sind halt so Dinge, wenn viele verschiedene Sachen aufeinandertreffen, also holistisch. Ja. Wenn ich alles richtig mache im Bereich Ernährung, wenn ich alles richtig mache im Bereich Bewegung, wenn ich aber alles richtig mache auch im Bereich geistige Entlastung und auch Dinge aufarbeite, wie zum Beispiel Leichen im Keller, nenne ich es jetzt mal, ne? Über Psychotherapie, über Gespräche. Und das ist ja alles dabei. Ja, ja genau. Wie lief das dann ab? Weil das ja sagst, so mit dem Ganzheitlichen. Genau. Wie war es, wo du da angekommen bist? Was war da so dein Eindruck? Ja. Was sind dann wirklich diese Steps, wo du gesagt hast, Psychotherapie oder auch Sitzungen so, von der Ernährung her, wie war dieses Gesamtkonzept, welche Bausteine waren da wirklich da und gab es da einen Tagesplan und strikt, ey, die Minute machst du das und wie lief es ab? Erzähl gerne. Ja, ich nehme dich da gerne mal mit. Also ich kam an am Flughafen West Palm Beach und da kommst du dann immer leider nachts an oder so spät abends und die lassen dich erst am nächsten Tag einchecken. Und habe ich über eine Brücke erstmal übernachtet, weil ich bin quasi nirgendwo mehr weggekommen, hatte kein Hotel mehr bekommen. Also meine erste Nacht war unter der Brücke direkt und dann bin ich dann quasi da hingekommen und es war mega direkt, standen da auf dem Tisch so große Karaffen mit grünem Saft. Ne? Ja. Ich so, oh geil, darf ich da was trinken? Und die so, ja, ja, ist natürlich für alle da. Ne? Da ist das so alles da im Überfluss. Und dieser grüne Saft, ich habe direkt mal 2-3 Gläser davon getrunken, weil ich so, das mich wieder so belebt hat. Ne? Also der ist aus Gurke, Sellerie und Sprossen. Mhm. Und dann denkst du dir, hä? Aber das hat so lecker geschmeckt und es war so belebend. Und das war schon mal der erste Eindruck. Ja. Absolut geil. Und dann haben wir so eine komplette Tour bekommen. Da habe ich schon mal gesehen, da gibt es 7 Pools, aber auch so richtig große Pools. Die sind mit Ozon gefiltert statt mit Chlor, weil Chlor ja auch ein super Gift ist. Da wusste ich schon mal, hier fühle ich mich wohl, jeden Tag in die Pools rein. Ne? Und heute ist es wohl tatsächlich so, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, die können über elektromagnetische Frequenzen Schwingungen in den Pool, ins Wasser geben, die Information beinhalten von zum Beispiel Mineralstoffen. Ja. Und dann gehst du in das Wasser rein und in dem Moment, wo du im Wasser bist, tankst du die Information von Mineralstoffen, die du brauchst und dein Körper nimmt Mineralstoffe auf. Also solche abgefahrenen Sachen, also die verbinden quasi die, ich nenne es mal, natürliche Ernährung unserer Vorfahren gesundheitlich mit der neuesten Technologie und das hat mich ständig geflasht da. Also die haben ein komplettes Building, das heißt La Vida, glaube ich, und dort sind nur neueste Geräte, teilweise aus Russland, teilweise aus Amerika, mit verschiedenen elektromagnetischen Schwingungen. Du gehst auf so Liegen und kriegst dann, also wie die Profisportler eigentlich, Behandlungen. Und das alles mit dabei. Ja. Und am nächsten Tag war dann Blutuntersuchung direkt. Du kriegst Blut abgenommen und dann werden 300-400 Parameter gecheckt. Wie sieht es bei dir aus? Und darauf abgestimmt wird dann natürlich auch ein Plan gemacht. Ja. Welche Behandlungen kriegst du? Und mittags gab es dann das erste Rohkostbuffet. Ich kam um 11 Uhr an, um 12.30 Uhr gab es das erste Rohkostbuffet. Also das war so groß wie deine Küche hier, war allein nur das Buffet. Ja. Und 10 bis 15 verschiedene Sprossen. Ne? Also das ist ja quasi der Vorteil hier, das ist keine Rohkostdiät, sondern es ist eigentlich Sprossen. Und diese Sprossen, die sind ja lebendig. Ja. Und das ist der Unterschied. Raw Vegan Living Food. Ja. Statt nur irgendwie Rohkost und Karotten. Ja. Und vor allem, ja, bei Rohkost ist ja dann auch immer vieles so Gourmet-Rohkost, du mischt viel. Mhm. Es ist auch irgendwo verarbeitet und so viel gemischt und kombiniert. Und ja, das ist halt wirklich lebendig. Ihr könnt es mal euch anschauen, wer keine Sprossen sieht natürlich. Also das hier oben sind Alfalfa-Sprossen. Ja. Da sind wir auch, da machen wir ein nächstes Video über proteinreiche vegane Ernährung. Ja. Und diese Alfalfa-Sprossen, die haben auf dieselbe Kalorienanzahl genauso viel Protein wie ein Steak. Ja.
Also das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Immer heißes Steak und Fleisch, du brauchst Protein und Eisen und so weiter. Aber diese Dinge, wenn du jetzt 100 Kalorien über ein Steak zu mir nimmst und 100 Kalorien über Alfalfa sprossen, hast du die gleiche Menge an Protein. Ja. Und das nicht Protein, nur Proteine, sondern halt... Ja. Und kein Tod in dir, ne? Genau. Sondern hier ist ja alles drin. Da sind vor allem auch Enzyme drin, die uns wiederum bei der Verdauung helfen. Also wir brauchen ja Enzyme, um überhaupt die ganzen Sachen aufzuspalten. Schon. Und Alfalfa, das waren auch immer so meine Lieblingssprossen, muss ich sagen. Ja, sind so ein schön knackig, haben ein schönes Aroma, ne? Genau. Und schaut euch das an, wie die sind jetzt schon über 7 Tage alt. Sind die aus meinem Kühlschrank und die sind immer noch lebendig. Seht euch das an, wie grün die sind, was sie für Farben noch haben und so. Also das ist faszinierend. Schon. Und auch wenn man sonst, das ist halt auch so ein Riesenpunkt, gerade wenn man viel Rohkost isst. Ich habe es ja auch immer wieder bei mir selber gemerkt. Du gehst in den Supermarkt, die Qualität von den Lebensmitteln, das ist halt, du kannst es nicht vergleichen, das ist wie aufgeblasen. Ja, wenn man wirklich mal selber angebaute Sachen isst und Sprossen, ist halt eine einfache Möglichkeit, wo jeder wirklich selber anbauen kann, daheim, auf dem Fensterbrett, auf dem Balkon, sonst wo. Und es ist halt wirklich lebendig und natürlich gewachsen und eben nicht, ja, selbst wenn du, wie gesagt, im Supermarkt, ne, Gurken oder Feldsalat so konventionell einkaufst und du isst dann wirklich mal vom Markt frischen Feldsalat, wo noch die Erde dran hängt. Ja. Es ist einfach, es nennt sich beides Feldsalat so, aber das ist halt, das sind Welten so, du kannst es eigentlich gar nicht vergleichen. Ja. Also ich bin der Mr. Broccoli hier, wie jeder sehen kann, und ich liebe Broccoli. Und mal als kleines Beispiel, wenn ich mir einen Standard-Broccoli im Supermarkt kaufe, der in Plastik verpackt ist und den esse, das fühlt sich an wie so Gummi mit Plastik vermixt. Ja. Das ist einfach nur irgendwie so eine Masse. Ja. Und dann hole ich mir einen Bio-Broccoli oder der ist halt, der ist unverpackt, der ist noch grün, der hat noch richtig Farbe, der hat eine ganz andere Konsistenz, der sieht anders aus, der schmeckt anders. Und das sind halt auch riesige Unterschiede. Im Hippocrates-Institut ist natürlich alles höchst biologisch. Ja. Also angefangen von den Sprossen über die Gräser bis hin zu den Gemüsen. Auch oder auch viel von? Alles können sie nicht anbauen, das sind ja teilweise 100 bis 200 Leute jeden Tag. Ja. Aber viel wird selber angebaut. Die Sprossen sowieso, und vor allem die Gräser, alles komplett selber angebaut. Ja. Ja. Und das ist übrigens auch die Lösung für eine Ernährung in der Zukunft, weil das kann sich jeder leisten. Was kostet denn ein Kilo Sprossen? Das kostet zwischen 10 und 15 Euro, also die Saaten. Ja. Aber was dabei rauskommt, ist ja teilweise 30, 40, 50 Kilo. Ja. An Nahrung und nicht Füllstoff, sondern lebendige Nahrung. Ne? Ja. Und da muss es nicht immer sein, dass gesunde, vegane Ernährung brutal teuer ist, sondern wenn das die Basis ist, schon. Und dann holst du dir noch ein paar schöne andere Sachen hier, ne? Du hast ja hier doch dabei, Sonnenblumenkerne, geile Salate. Hier mit Spirulina eigentlich. Ja, ist mega, ist mega. Genau. Und die lässt du dann auch nochmal keimen, da sind sie besser verdaulich. Ja. Und bist sofort satt. Also das ist einfach genial. Diese Art der Ernährung, die ist life-changing. Ja. Schon. Ja, genau. Und so geht es dann halt weiter die ganze Zeit in diesem Institut. Du hast dann auch Vorträge. Du kannst also 5, 6 Vorträge den ganzen Tag aus wahrnehmen. Du hast in dem ganzen Gelände sind 8 Infrarotsaunen. Gehst dann also jeden Tag, kannst in die Infrarotsauna gehen. Die Infrarotsauna ist so ganz anders wie eine andere Sauna. Die entgiftet 87% mehr wie eine normale Sauna. Und die geht tief in die Gewebe rein. Das heißt, du kriegst das Ganze... die ganzen tief sitzenden Schwermetalle auch damit viel besser raus. Ja. Also Dr. Brian Clement tatsächlich, die eine Sache, die er 365 Tage im Jahr macht, ist... Infrarot? In die Infrarotsauna. Ja, okay. Unglaublich. Cool. Ja. Jeden Tag. Das heißt, also wir haben den Kurs hier in Deutschland gemacht, da war er da für 6 Tage. Der war jeden Tag früh in der Infrarotsauna. Ne? Ja. Und den Weizengrassaft, den gibt es auch noch jeden Tag. Das, das ist die Basis. Und da siehst du schon, von so einem Mann, der über 70 Jahre alt ist, aussieht wie 45, genauso fit ist. Ich war mit dem im Fitnessstudio, der hat ein Programm abgezogen, 1,5 Stunden lang im Fitnessstudio. Ja, cool. Mit 70. Ja. Und das ist natürlich auch, ne? Schon. Ja. Die anderen, die ziehen ihren Krankenmantel an, ne? Mit 70. Schon, ja. Ja, das Thema ist eigentlich echt so groß, wir könnten jetzt auch auf jeden Aspekt noch einzeln so tief eigentlich einsteigen. Also könnt auch gerne mal drunter kommentieren, wenn wir irgendwann nochmal ein Video vielleicht drüber machen sollen. Also wir schreiben mal, würde ich sagen, wir machen unter das Video mal einen Termin, schreiben wir hin und dann machen wir ein Live-Webinar. Ja. Exklusiv für deine Zuschauer.
Da kann sich jeder reinopten und wer nicht teilnehmen kann, der kriegt dann eine Aufzeichnung. Ja. Und in diesem Live-Webinar kannst du teilnehmen, kannst Fragen stellen. Ich erkläre dir ganz genau den Ablauf, wie du es zu Hause umsetzen kannst und auch, wenn du Fragen hast, vielleicht eben auch, wie du teilnehmen kannst bei uns in Deutschland. Sehr gern, ja. Ja. Genau, das war jetzt mal so dieses Ganze, das Ganzheitliche eben. Ja, vielleicht noch so ganz kurz abschließend, weil du es vorhin ja auch schon angesprochen hast, ist ja nochmal was Besonderes, wenn man jetzt schwerkranke Leute hat, ne? Was waren da so für Erfahrungen von Menschen, was für Veränderungen? Ja. Also wir hatten im Kurs bei uns im Juli in Deutschland, hatten wir eine, die hat Lymphknotenkrebs. Also ganz weit verbreitete Krebsart, gerade bei Frauen. Und die hat quasi so einen Hals gehabt. Also das sage ich jetzt nicht nur umgangssprachlich, sondern die hat wirklich so ein Lymphödem, Lymphknoten hier. Ne? Also wirklich ein Krebsgeschwür hier. Das war ungefähr so dick. Das haben wir auch auf der Homepage und vorher-nachher-Bild. Und nach diesen 3 Wochen, oder wir haben das Video mit ihr schon nach 2 Wochen und 2 Tagen gemacht, war dieses Krebsgeschwür um 2/3 geschrumpft. Ja, das muss man sich mal vorstellen, das ist jetzt nur in 2 Wochen und eigentlich ist ja das Langfristige dann erst. Ne, das ist vorher die Monate lang nur gewachsen und jetzt stell dir vor, du machst das 2 Wochen lang nur. Ja. Das schrumpft um 2/3 jetzt. Hier, Mann, du machst das Monate, wie du sagst. Ja. Das ist wie die Dr. Anne Wigmore, die hat ihren Krebs damit in den Griff bekommen. Ja, ja. Genau. Und das ist keine Rocket Science, ne? Das ist einfach die Natur. Ja, genau. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, nochmal, das hier sieht nicht nur schön aus, es schmeckt auch gut. Du erntest dann dieses grüne Gras, dann nimmst du einen Safter, dort kriegst du einen richtig schönen Saft raus und den trinkst du. Der ist voll von Chlorophyll, voll mit Oxygen, also Sauerstoff. Ja. Und natürlich, das muss man sich vorstellen, der hat äquivalent zu ungefähr 1,5 Kilo Biogemüse die Nährstoffe drin. Also ein so ein kleines Schnapsglas. Ja. 1,5 Kilo Biogemüse, ja. Die Nährstoffe. Ja, schon. Das ist kein Vergleich, halt. Das ist echt Wahnsinn. Das heißt, du kannst da, ich nehme mal 5 solcher Schüsseln Salat essen und du hast genauso viel zu dir genommen wie ein kleines Glas von dem Zeug. Ne? Schon. Also, und das sind die Geheimnisse. Und du brauchst nur ein bisschen was. Wenn du eine Sache in deinen Alltag integrierst, zum Beispiel nur die Sprossen, oder du gehst in den Infrarotsauna, da gibt es günstige Kabinen auch für zu Hause, können wir gerne unter dem Video verlinken. Oder du machst ab und zu mal einen Einlauf, ne? Und gehst da nach und nach dran und dann hast du schon echt einen Riesenvorteil. Ja, und lieber klein anfangen, Schritt für Schritt, kontinuierlich dabei bleiben, so, weil oft kenne ich es dann auch wie Silvester-Vorsätze, ne? Ich rauche auf, trinke keinen Alkohol, ich mache Sport und ich ernähre mich gesund, sondern wirklich Schritt für Schritt und nachhaltig dahin gehen, dann sieht man halt auch diese Veränderungen und bleibt dann auch dabei. Ja, eine Sache noch, wir können auch gerne ein Buch darunter verlinken, da sind 100 Erfahrungsberichte drin, auch über unterschiedliche Sachen, ne? Also Krebs sowieso, aber auch sowas wie Alzheimer, ADHS und solche Sachen. Und dass man mal sieht, wie haben die das dann auch geschafft und wie sind sie dran geblieben, das ist ja eben auch ganz wichtig. Du kannst ja die 3 Wochen machen und so weiter, aber der Schlüssel zum Erfolg liegt im Langfristigen. Ne? Ja. Und da gibt es ganz, ganz tolle, tolle Tools. Schon. Ja, das war doch jetzt mal ein guter, grober Überblick. Wie gesagt, kommentiert unten drunter und wir schauen mal wegen Webinar. Ja. Und vielen Dank dir schon mal, Christian. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.